Jeder, der irgendwie Fußballfan ist, der freut sich, wenn seine Mannschaft gewinnt. Ja. Und in diesem Fall sind es meistens Mannschaften, die Hauptmannschaften, die in Paraguay spielen, Olimpia und Cerro, wenn die zusammenspielen. Da gibt es diese Caravanas. In Wirklichkeit, wir haben eine Verordnung, wo diese Caravanas verboten sind. Nur in dem Moment, wenn die mal so zusammenkommen und auch den, sagen wir mal, auf einer Stelle sind und hauptsächlich auf der Avenida Principal, dann gibt es hier Schwierigkeiten, weil diese Leute außer Kontrolle geraten und wir auch mit diesen Leuten, mit den Sicherheitskräften eigentlich überwältigt sind, daran da Ordnung zu schaffen in dem Moment. Ja. Wir müssen sehen, dass wir im Voraus arbeiten. Wir, diese Caravanas, müssen eigentlich, wenn eine Caravana gebildet wird oder erlaubt wird, dann müssen sie 15 Tage im Voraus hier die Erlaubnis verlangen bei der Municipalidad. So ist die Verordnung. Und dann muss man sehen, ob man die zulässt oder nicht. Ja, im Prinzip so, wenn sie spontan gebildet werden, sind sie verboten. Und, aber da ist oft das Problem der Einfluss von Alkohol. Und dann geraten die Leute außer Kontrolle. Wir glauben eigentlich in dem Sinne, dass zwischen Mannschaften von zwei Gruppen von Menschen, die einer ist der Verlierer und der andere ist der Gewinner, dann gibt es eine Spannung zwischen denen. Und wenn die sich zusammentreffen und dann noch unter Einfluss vom Alkohol sind, dann kann es sogar zu Streitereien, zu Konflikten kommen und da kommt das außer Kontrolle. Ja. Und deshalb sind wir am Überlegen, wir sind in Kontakt mit den Sicherheitskräften von hier von Loma Plata, sehen, was wir da machen, wie wir handeln, um das zu vermeiden, dass das zu Extremsituationen kommt. Nämlich, es ist klar, der was verloren hat, ist ein bisschen ärgerlich, das ist menschlich, das ist normal. Und der, was gewonnen hat, wird übermütig, ja, und fordert den anderen auch raus. Ja. Und der andere ärgert sich und dann kann es, wenn der Mensch sich nicht kontrolliert oder sich nicht beherrscht in dem Sinne, kann es zu Konflikten kommen, zu Streitereien. Und das wollen wir versuchen zu vermeiden. Wir sind dabei, etwas auszuarbeiten, damit wir irgendwie dieses hier einfach sagen, wenn die Leute nicht reif genug sind und nicht respektvoll sind, dann müssen wir das verbieten.